Sei ganz, ganz herzlich gegrüßt zum ersten Wochenhoroskop des neuen Jahres 2023. Ja, und der Spruch der Woche sagt doch gleich einiges Wichtiges aus. Wir haben nämlich Vollmond. Venus und Lilith wechseln das Zeichen. Lilith verlangt viel Aufmerksamkeit. Unser Merkur und Uranus sind weiter rückläufig, auch zu Beginn des neuen Jahres. Tja, und das neue Jahr beginnt recht aufregend. Unsere Sonne im kontrollierten Steinbock bekommt allerdings interessante Aspekte, denn wir starten das neue Jahr, das Sima-Jahr 2023, gleich mit einem sehr interessanten Uranus-Aspekt. Die Sonne im Steinbock steht hier sowohl zu unserem revolutionären Uranus als auch zu Mondknoten im Stier in einem harmonischen Winkel. Und das verspricht uns allerhand unkonventionelle Erfahrungen in dieser Woche. Viele neue Informationen und überraschende Neuerungen stehen da gleich zu Jahresbeginn auf dem Plan. Auch neue Begegnungen können jetzt sehr inspirierend werden. Und am 1.1. in den Abendstunden wandert dann auch gleich unser Gefühlsanzeiger Mond in diese besondere Verbindung mit hinein. Das ist eine starke Energie, also die Sicherheitsbedürfnis auf den Plan ruft. Da geht es auch um inneres Selbstwertgefühl. All das will mitschwingen. Ja, und an der Stelle stelle ich mich dir jetzt erst einmal vor. Mein Name ist Bärbel Roy. Ich bin deine Astrologin für Selbstständige, für Führungskräfte, für all die Menschen, die gerne ihr Leben selbst in die Hand nehmen möchten. Und ich berate und coache Menschen genau darin, wie sie zum Beispiel die Macht der Zahlenwirkung von Numerologie, von Astrologie ganz konkret für ihre geschäftlichen, persönlichen und auch natürlich finanziellen Entscheidungen direkt nutzen können. Und wenn du das Gefühl hast, das ist für dich ein interessantes Thema, dann komm ganz einfach und direkt mit mir in Kontakt. Das geht ganz einfach unter meiner Webseite www.bärbel-roy.de. Da gibt es mehrere Menüpunkte. Einfach auf den Menüpunkt Beratung klicken oder eben halt mir auch eine E-Mail schreiben. Oben auf der rechten Seite in meiner Webseite ist die E-Mail-Adresse eingelassen und dann können wir sehr schnell und direkt miteinander Kontakt aufnehmen. Das neue Jahr bietet für jeden sehr, sehr viele interessante Dinge und da kann ich natürlich ganz genau schauen, was das neue Jahr für dich zum Beispiel im Päckchen hat. So, und jetzt geht's mit dem Wochenhoroskop richtig in die Vollen für die Woche vom 1.1. bis zum 8.1. Am Samstag, dem 7.1., bekommen wir in den zeitigen Morgenstunden um 0.07 Uhr den bereits angekündigten ersten Vollmond des Jahres. Er begrüßt uns in seinem Herrschaftszeichen Krebs und dort ist der Mond besonders stark. Damit sind die emotionalen Schwingungen sehr, sehr stark. Die gesamte Wochenenergie ist auch sehr hoffnungsvoll. Das macht sich dann so sehr deutlich in den astrologischen Informationen und im astrologischen Bild kann man das ziemlich deutlich sehen. Es ist also auch eine sehr vergeistigte Kraft, die da unterwegs ist, denn am Vollmondtag, dem 7.1., bildet unsere wunderbare Sonne auch gleichzeitig einen harmonischen Winkel zu unserem Seelentieftaucher Neptun. Das passt natürlich auch sehr gut zu unserer Sima-Jahresenergie, die ja auch von Neptun mit Schwingungen untermauert wird. Das ist eine sehr gefühlsstarke und fürsorgliche, mitfühlende und mitmenschliche Kraft, die die ganze Atmosphäre durchzieht. Und so beginnt nun das neue Jahr. Also man könnte hier vielleicht auch annehmen, dass da etwas Mystisches, schwer Greifbares in der Luft liegt, das diese hoffnungsvolle Stimmung einfach mit begleitet. Die Sonne und der rückläufige Merkur verbinden sich im Steinbock in dieser Woche und das lädt dann ebenfalls ein zum Nachdenken und auch zur inneren Einkehr.
Durch diese Verbindung bekommt auch unser Denker und Planer Merkur nochmal ebenfalls diese Blitzenergie von Uranus geliefert. Das regt dann auch sehr stark zu neuen Gedankenkonstrukten an. Also man findet hier vielleicht sogar außergewöhnliche neue Ideen für zur Lösung von lange aufgestauten Problemen. Und auf einmal ist die Lösung so leicht auf der Hand liegend, dass man das vorher hätte gar nicht gedacht, dass das so leicht zu beheben wäre. Dann haben wir einen Merkur in dieser Woche, der auch bis zum 3.1. in einer direkten Umarmung mit Pluto, unserem allseits bekannten Transformationsplaneten, steht. Und das lässt auf eine Fähigkeit schließen, dass Themen in ihrer ganzen Tiefe erfasst werden können. Und mit diesem Aspekt kann man dann auch wieder seine Gedanken sehr, sehr gut fokussieren, dass das Gewünschte eben halt auch manifestierbar wird. Und da muss man dann dazu auch sehr gut Klarheit haben, was man denn gerne manifestieren will, denn es könnte viel, viel schneller ins Leben kommen, als man das für möglich hält. Aber du hast natürlich ganz einfach die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, sodass wir genau schauen können, was will das neue Jahr für dich, also dir geben, dir mitgeben, welche Möglichkeiten hast du, und das natürlich direkt bezogen auf dein persönliches Geburtsdatum. Komme ganz einfach mit mir in Kontakt unter www.bärbel-wolf.de/Beratung oder eben halt den Menüpunkt Beratung anklicken. Ja, jetzt geht es um die Venus, die Liebesgöttin. Venus wandert in dieser Woche am 3.1. um 0.10 Uhr in den innovativen Wassermann. Und damit wird es in Venus-Angelegenheiten, wie zum Beispiel Beziehung, Schönheitssinn, Genuss, Liebe, Besitz, Geld, ziemlich aufregend. Eben einfach mal, das wird einfach anders. Und man kann sich hier auch etwas einfallen lassen, denn die Venus, die empfängt hier ebenfalls noch sehr schöne Aspekte von Mars und Jupiter. Und da lassen sich so nun klare Vereinbarungen treffen, die für alle Beteiligten auch einen sehr förderlichen Umstand mitbringen. Beziehungen brauchen zwar in vielerlei Hinsicht ihren Freiraum bei einer Venus im Wassermann, aber sie haben eine gute Voraussetzung für ein gutes Gelingen. Also Mars und Jupiter mit in Unterstützung zu haben zur Venus, da kann einfach fast alles gelingen. Nur als Tipp. Und Mars unterstützt dann auch neue Begegnungen in allen Liebeswerbungen, also wenn man da gerade gefühlsmäßiger unterwegs ist. Also hier wird auch von Jupiter nochmal eine größere, eine weitere Dimension hineingetragen mit Möglichkeiten. Und es gibt da also starken Abenteuerdrang, sozusagen sich auf neue Spuren zu begeben. Jupiter und Pluto sind weiter in einem harmonischen Winkel miteinander verbunden, und das setzt sehr viel schöpferische Energie frei. Das ist ein Aspekt, der jegliche Aktivitäten unterstützt, um Geschäfte und Projekte erfolgreich in die Wege zu leiten. Und da durften auch die finanziellen Mittel gut fließen. Wir haben allerdings noch den rückläufigen Merkur. Das heißt also, viele Dinge sind noch im Inneren unterwegs, die erst freigesetzt werden, wenn der rückläufige Merkur dann beendet ist und wieder vorwärts geht. Aber dazu habe ich dann in der nächsten Woche die Informationen. Jetzt habe ich noch eine wichtige Information zu unserer Lilith, das ich schon angekündigt hatte im Spruch der Woche. Sie wandert jetzt am Sonntag, dem 8.1. um 14:42 Uhr nach 8 Monaten vom sensiblen und empathischen Krebs in den strahlenden Löwen. Lilith ist bekannt für ihre Wildheit. Sie ist die Ungezähmte. Sie steht für die instinkthaften weiblichen und animalischen Urkräfte. Und sie steht für Stärke und Emanzipation. Im Löwen ist sie natürlich auch da sehr stark, denn hier kommen die königlichen Attribute nochmal zusätzlich mit ins Spiel. Und es ist eine verführerische, eine leidenschaftliche und gleichzeitig hochherrschaftliche weibliche Energie unterwegs. In den nächsten 8 Monaten wird diese Lilith sich immer besonders dann zeigen, wenn es um Souveränität
und um Achtung der Persönlichkeit oder der Persönlichkeitsrechte geht. Und in der ersten Woche des Jahres bekommt dann die Lilith gleich eine sehr starke Bedeutung. Sie steht nämlich zu einem, in einem genauen Aspekt gegenüber zu Pluto, unserem Transformierer, und gleichzeitig wandert auch noch unser Mond in eine enge Umarmung mit dieser Lilith. Und da können manche Themen, die zum Beispiel mit zwingenden Maßnahmen zusammenhängen, ganz starke emotionale Reaktionen auslösen. Denn also nur auf Deutsch gesagt, für eine Lilith im Löwen sind jegliche Zwangsmaßnahmen eine echte Majestätsbeleidigung. Nur einfach mal als Hinweis. Da kann uns einfach sowas auch begegnen, auch in uns selber erwachen. Und das ist ein interessanter Start zum Beispiel in dieses wunderbare neue Sema-Jahr und gibt uns gleich schon einen interessanten Einblick, was in diesem Jahr so wichtig wird. Aber dazu habe ich ja auch mein Buch verfasst, das Jahrbuch der Wochenhoroskope zum Power-Jahr 2023, und da gleich in den Einführungen einiges dazu geschrieben, was so die Hauptthemen des Jahres sind. Auf jeden Fall wünsche ich dir nun einen wunderbaren, tollen Start in das Jahr 2023, das Marsjahr 2023, und mögest du auf der Erfolgsschiene sein mit all deinen Unternehmungen und Plänen, die du dir vorgenommen hast, dass du genau das erreichst, worauf du hinarbeitest. Und natürlich gebe ich gleich als Empfehlung, komme zum Beratungsgespräch. Schau, was für dich jetzt gerade dran ist, und hol dir gerne auch das Jahrbuch. Das ist eine wunderbare Planungshilfe für die gesamte Zeit des neuen Jahres, wo man genau sieht, aha, wann sind welche Auslöser, wann ist was dran, wann investieren, wann in Bewegung setzen, wann sollte man in die Kontemplation, in die Ruhe gehen. All das kann man natürlich am Horoskop erkennen. Und natürlich, die Jahreshoroskope sind jetzt in Arbeit für alle Sternzeichen. Das kommt dann auch noch. Und das große Jahreshoroskop, das allgemeine große Jahreshoroskop für 2023 als Videoproduktion. Tja, und natürlich nach wie vor kannst du zu meiner Live-Astrostube dazukommen. Das habe ich auch immer in den sozialen Netzwerken überall veröffentliche ich das. Auch die Links zu meinem ganzen Veröffentlichung kommen noch hier dann drunter, egal wo du dir das jetzt gerade anschaust, sind immer die Links dabei, wo du schauen kannst, wie kannst du teilnehmen. Das ist eine live virtuelle Astro-Stube, wo du dann auch persönlich deine Fragen stellen kannst. Also es geht alles mit Anmeldung. Tja, komm einfach dazu und dann hol dir einfach den Input, der für dich wichtig ist für das neue Jahr. So, und nun entlasse ich dich in das wunderbare neue Jahr 2023 mit ganz, ganz lieben Wünschen. Sei ganz herzlich gegrüßt von mir, Bärbel Roy, deiner Astrologin. Tschüss, mach's gut. Bis zur kommenden Woche.